Dresden zu Hause nur noch einen Punkt. Es fängt gut an. Eine knappe Viertelstunde vorbei. St. Pauli mit Pressing. Thomas Meckle erzwingt den Ball. Foul an Marvin Braun. Elfmeter. Der mit dem meisten Gefühl im Fuß übernimmt Verantwortung. Taki ist da. Jetzt freigegeben, läuft Taki an. Taki läuft und der Ball ist drin. Rechts, flach unten reingeschossen. Alles läuft erst einmal nach Plan. Die Mannschaft wirkt trotz des großen Drucks erstaunlich locker, erarbeitet sich weiter Torchancen. Florian Bruns. Aber ohne Dramatik geht's dann doch nicht. Kurz vor der Halbzeit die Gäste mit ihrer ersten Torchance. Die führt auch prompt zum Ausgleich. Eins zu eins zur Pause, das würde ja reichen, aber beruhigend ist das alles nicht. Die zweite Hälfte, das große Zittern. Den Arm hochgehalten, der Ball kommt hoch, weit mit Spin rein, zweiter Pfosten in die Mitte geköpft und da ist das Tor! Ja! Ja! Rotenbach. Carsten Rotenbachs erster Saisontreffer. Perfektes Timing. 2 zu 1, gut 10 Minuten vor Schluss. Das muss es doch eigentlich gewesen sein. Nicht ganz. Die 90. Minute. Der Ball fliegt zum zweiten Mal auf Abwägen ins braun-weiße Tor. 2 zu 2. Und da ist ja noch die Nachspielzeit. Insel oder was? Scheißegal. T-Shirt wieder drin. Der Freistoß kommt natürlich, aber es gelingt, den Ball rauszudreschen. Und jetzt Masigu, ist allein auf die Kiefertour, ist im 16er Masigu, schießt das Pfosten, ein penaltyartiger Anlauf von Masigu und er trifft nur den Pfosten. Und Zweite Liga! Es ist geschafft. 4 Jahre Regionalliga-Hölle sind Vergangenheit. Von Platz 13 in die zweite Liga.
Morgen früh um 8 Uhr alle Fälle. Ja, auslegen. Morgen früh um 8 Uhr wird der Sauber gemacht. Training.